Hallo und willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es darum gehen, euch einmal den GoodPet Food Shop genauer vorzustellen. Vorerst kurze Information. Ich habe ja nur eine neue Videoserie am Start und in dieser Serie soll es darum gehen, euch verschiedenste Barf-Shops bzw. Shops, die sich halt spezialisiert haben auf die Rohfleischfütterung, vorzustellen, um euch einfach mal den Einblick und vor allem den Durchblick zu geben, ja, um bei den ganzen zigtausenden Barf-Shops einmal durchzublicken. Denn ja, viele fragen ja doch, wo gibt es stückiges Fleisch, wo gibt es einzeln verpacktes Fleisch, wer hat die schnellsten Versandkosten, Versandzeit und so weiter und so fort. Und aus diesem Grund fangen wir heute mal an mit dem GoodPet Food Shop. Der GoodPet Food Shop ja, ist ein Shop, der viele Sachen im Angebot hat, unter anderem halt für Hunde das Hundefutter, Barf- und Frostfutter, genauso wie Hunde-Nassfutter, Trockenfutter, Ergänzungsfuttermittel, Hundesnacks, Leckerlis, Pflegeartikel, Hundebetten, Brustgeschirr und Leinen und so weiter und so fort. Und auch für die Katzen haben sie was am Start, und zwar ebenfalls Katzenfutter. Leider allerdings kein Frostfutter, also das Barf. Aber an sich, sage ich mal so, man kann theoretisch auch ja für die Katzen dasselbe Futter nehmen wie für den Hund, muss es halt nur gegebenenfalls etwas kleiner machen und anders zusammenstellen. Von daher ist es nicht das Problem. Dann Pflege- und Hygieneartikel und Katzentrinkbrunnen. So, dann seht ihr auch schon hier, ja, sie haben unter anderem auch einen Shop in Sellingenstadt. Dort kann man direkt vorbeigehen und sich das, ja, kaufen, was man möchte. Ob es jetzt nur Frostfutter ist oder andere Artikel, das ist da kein Problem. Kann man auf jeden Fall alles kaufen und kann unter anderem auch, wie schon steht, ja, die Leute nach einem Rat fragen, wie, was, wo ich was füttern sollte und so weiter und so fort. Dann findet ihr unter anderem auch auf dieser Seite direkt die Bezugsquelle des Frischfleisches. Das finde ich an sich nicht schlecht, denn viele Shops haben das nicht, was ich wirklich sehr doof finde, weil bei manchen war es halt wirklich so gewesen, dass man halt ja, man wusste halt nicht, woher es kommt und dementsprechend sah es auch so aus. Also teilweise hat man eine Lieferung bekommen, wenn es einmal aufgetaut war, die war schon grün, gelb, pink auf gut Deutsch gesagt, ja. Und das ist immer so die Sache, was ich nicht so toll finde. Aus dem Grund möchte ich immer gerne wissen, woher das Fleisch auch kommt. Wobei ich sagen muss, klar, mein Hund muss jetzt nicht direkt hier besseres Fleisch haben als ich, ja. Aber trotzdem wäre die Bezugsquelle schon mal nicht verkehrt. So, dann findet ihr halt auch noch allgemein was über die Rohernährung der Hunde, warum, wieso, weshalb man das machen sollte. So, dann alles wird gut. Zum Beispiel, wenn jetzt doch mal der Hund durch die Rohernährung halt irgendwelche Probleme haben sollten, gerade beim Umstellen vom Nassfutter, Trockenfutter auf die Rohernährung, birgt doch einige Probleme in sich, wer das zumindest nicht von Anfang an gemacht hat. Und da gibt es halt auch direkt nochmal Tipps und Tricks dazu, bei der Rubrik Alles wird gut. Ja, dann halt die allgemeine Informationen zur Lieferversandkosten, Impressumkontakt, allgemeine Geschäftsbedingungen und so weiter und so fort. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Versandkosten hier in etwa bei 6 Euro liegen. Also ihr seht schon, Tiefkühlware 5 bis 6 Euro, je nach Versandgröße, das ist klar. Bei mir war es jetzt so gewesen, dass mein Versand einen Tag ging und es ist so, wenn du halt bis 12 Uhr bestellst, also halt bis 12 Uhr wird es am gleichen Tag noch versendet. Auf jeden Fall seht ihr hier einige Informationen, was den Liefer- und Versandkosten betrifft. Ja, dann gucken wir jetzt mal hier ganz kurz rein bei der Rubrik Frostfutter. Was ich nämlich auch sehr schön finde an diesem Shop ist, dass halt extrem gut sortiert ist. Man geht hier halt direkt auf Frostfutter, weiß halt genau, okay, ich brauche Muskelfleisch, ich brauche jetzt zum Beispiel Rindfleischknochen, ich brauche Fisch und so weiter und so fort. Und wenn man halt hier drauf geht, beim Muskelfleisch kommt halt erst dann die Rubrik, möchtest du jetzt vom Geflügel oder vom Lamm oder von Pferdefleisch, von Rindfleisch oder von Wild? Und das ist halt wirklich gar nicht mal so schlecht, weil bei vielen Shops ist es halt so, gut, da gehst du jetzt halt bei der Rubrik Geflügel und da haben die aber zigtausende Artikel und da muss ich erstmal durchschwitzen. So, wo finde ich jetzt zum Beispiel das Muskelfleisch vom Geflügel? Wo finde ich jetzt zum Beispiel die Innereien vom Geflügel? Zum Beispiel Herz und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich so eine Sache, die Rubrik, also allgemein der Aufbau ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. So, dann habt ihr auch schon hier so ein paar Beispiele, Hühnermägen zum Beispiel, die werden halt dann ganz, genauso wie die Herzen, Hühnerleber und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, der Shop ist im Moment im Aufbau, das heißt, einiges wird noch verändert.
Fotos werden noch verändert oder hinzugefügt, weil bei einigen Fotos ist es halt so, muss ich mal gucken, ob ich das jetzt finde. Gucken wir jetzt mal beim Lamm. Nee, das war nicht beim Lamm. Irgendwo war halt zum Beispiel, also die Produkte sind auf jeden Fall da, aber es war halt das gewesen, dass ja quasi nur die leere Schüssel da war, ne? Und das ist natürlich nicht ganz so ganz gut. Ah, hier zum Beispiel, hier Entenhälse. Die sind zwar da, allerdings gibt es halt noch kein Foto. So, und das wird halt im Laufe der Zeit alles noch nachgeholt, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht das Problem, weil man weiß ja ungefähr, wie Entenhälse aussehen, zumal man auch sieht, wie das jetzt hier ungefähr aussieht von den Bildern her. Auf jeden Fall wundert euch nicht, der Shop ist im Moment noch im Aufbau. So, ja, ich habe natürlich, wie bei allen Videos, die jetzt kommen werden, habe ich ein kleines Testpaket bestellt, wo ich alles Mögliche drin habe. Ich muss dazu sagen, ich habe auch Produkte reingenommen, die sich jetzt nicht unbedingt um stückiges bzw. die ganzen Fleischteile handelt, denn in dieser Serie geht es ja im Moment darum, die stückigen bzw. ganzen Fleischteile vorzustellen. Denn ich habe mir unter anderem auch mal, es gibt nämlich hier das Nassfutter. Und zwar die Fleischdosen pur nennen sich das. Es ist halt wirklich, ja, quasi barf aus der Dose. Denn wie schon hier zu sehen, wirklich ohne jeglichen Zusatzstoffe. Und das ist halt, ja, das, warum ich das bestellt habe. Denn das ist wirklich gut, wenn man dann zum Beispiel mal unterwegs ist bei Bekannten, Verwandten und muss einen Hund halt mitnehmen. Es kommt halt wirklich doof, wenn man dann so eine Packung oder zumindest was weiß ich, seine Box mitnimmt mit hier blutigem Fleisch und Knochen und so weiter. Denn man hat vielleicht nicht die Möglichkeit, den Hund irgendwie raus in den Garten zu stellen. Von daher sind solche Dosen eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich werde aber da nachher nochmal genauer eingehen. Denn ich werde jetzt mal mit euch zusammen ein Paket auspacken, was ich bestellt habe. Und dann auch mal ein paar Produkte auftauen. Und euch dann nochmal dazu noch ein bisschen was erklären. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann haben wir hier Pferdeherz. Pferdeherz in Stücken geschnitten. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Es ist halt, ich sag mal, es ist durchwachsen. Naturrein frisches Herz. Also auf jeden Fall mit Fettrand, alles drum und dran, top, so wie mein Hund das auch liebt. Und das Schöne, was ich auch jetzt gerade sehe, ich kann euch das mal kurz nochmal zeigen, Pferdeherz 1 Kilo, ist ein wiederverschließbares. Eine wiederverschließbare Tüte und das persönlich finde ich sehr, sehr gut. Gerade für solche größeren Portionen, so kann man, weil es halt einzeln gefroren ist, seht ihr ja auch schon. Und wenn man das halt rausnimmt, nimmt man sich einfach was raus, verschließt wieder ab dem Tiefkühler, perfekt. Also kann man wirklich nicht anders sagen, das ist wirklich perfekt. So, dann haben wir Hühnermägen klein geschnitten. Die Qualität sieht auch hier sehr, sehr gut aus. Auch mit einem wiederverschließbaren Siegel. Ne, sehr, sehr gut. Also kann man wirklich nicht meckern. Die Qualität sieht schon mal im gefrorenen Zustand wirklich sehr, sehr gut aus. So, dann haben wir auch nochmal Rinderherz. Auch klein geschnitten, also in Würfel halt. Rinderherz auch mit wiederverschließbaren. Ich musste mal gucken, wo meine Kamera ist. So, oha. Dann haben wir 1 Kilogramm Putenhälse. Die Putenhälse sind hier im Ganzen. Ich denke mal, das sieht man. Auch hier wieder verschließbar. Sehr schön. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Denn gerade so wieder verschließbare Sachen sind wirklich sehr, sehr praktisch. So, dann haben wir hier Hühnerhälse. Auch im Ganzen. Was mir wirklich bis jetzt schon mal sehr, sehr gut gefällt und vor allem einen dicken Pluspunkt bzw. Daumen hoch macht, sind, dass alle Sachen einzeln sind. Das heißt, ich brauche eigentlich nachher, wenn ich halt das vorstelle, die Produkte, brauche ich nicht alles mit einmal auftauen, sondern es reicht halt, wenn ich jetzt hier zwei, drei Produkte rausnehme oder bei den anderen halt einfach mal eine Handvoll, um das halt zu sehen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Vor allem viele wollen ja halt gerade Sachen haben, die einzeln eingefroren sind. Einfach, weil es halt zum Portionieren her schöner ist. So, dann haben wir hier noch Pferdefleisch. Pferdefleisch 1 Kilo auch wieder verschließbar. So, sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir noch einmal Rindfleisch durchwachsen. Bei meiner ist es halt so, sie braucht halt ziemlich viel Fett, einfach weil sie halt zu viel Bewegung hat und ist relativ dünn. Von daher auch hier wieder verschließbar top. Also einfach ganz großes, dickes Pluspunkt dafür. So, dann habe ich einmal noch einen Fettmix.
Habe ich ja eben schon mal erwähnt gehabt. Meine braucht halt relativ viel Fett, weil sie halt sehr viel unterwegs ist. Zusammensetzung ist in dem Fall Rinderherz, auch Rinderherz, sag ich schon, Rinderfett. Also aus verschiedenen Rindfettteilen, sag ich mal, ein Mix. Dann haben wir noch Geflügel original, also das heißt Geflügelkarkassen gebarft, also gebarft. Oh mein Gott, jetzt habe ich aber Geflügelkarkassen gewolft. Ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. So, dann. Das sind die Sachen, die ich halt nochmal ansprechen wollte. Und zwar kann man schon fast sagen, barf aus der Dose, seht ihr auch schon. Rind, Barfelein, rohes Fleisch, fein geschnitten, fertig gekocht. So, wir haben hier einmal Huhn. Ich tue das mal eben hier so reinlegen. Einmal Huhn, einmal Rind, einmal Pferd und einmal die Ente. So, und zwar kann ich jetzt hier wieder auf meinen Prospekt zurückkommen. Und zwar seht ihr auch schon, wartet mal, wenn ich jetzt finde, hier. Ich hoffe mal, der stellt einigermaßen scharf hoch. Oh mein Gott, ich wohl. Na, finde ich. Hallo? Finde ich denn hier? Da. Also die Zusammensetzung stellst du wieder scharf. Hallo? Naja, auf jeden Fall hattet ihr bestimmt gerade kurz gesehen. Die Zusammensetzung 100% Ente. Das heißt 47 Gramm Muskelfleisch, 30% Entenherz und 23% Entenkarkasse. Und das ist halt das, worum es mir geht. Und zwar ist halt wirklich, das steht auch hier nochmal da. Ohne Farb- und Konservierungsstoffe, keine Zusätze von irgendwelchen Mineralien, also Salze, Calciumcarbonate, Phosphate und so weiter und so fort. Ohne Geliermittel, keine Zusätze von extra Vitamin, ohne Getreide, Gemüse, Sojaprodukte und so weiter. Und keine chemischen Lock- und Duftstoffe. Und das ist halt das, worum es mir wirklich geht. Und deshalb habe ich das auch bestellt gehabt. Einfach, dass wenn wir wirklich mal unterwegs sind, ja, ich kann ja schlecht sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal irgendwo bei einer Feier bin, ja, komm, ich nehme jetzt hier mal meinen ganzen Tiefkühltruhe mit und ja, alles Mögliche, was halt Fleisch ist und tropft, auf gut Deutsch gesagt. Weil meine ist prinzipiell so, dass sie halt ihr ganzes Essen am liebsten in der Küche verteilt und dann halt irgendwann nacheinander frisst. Also innerhalb von ein paar Minuten, so. Und wenn man halt wirklich mal unterwegs ist, gerade zu Feierlichkeiten und so, kann man halt wirklich sagen, komm, man nimmt sich so eine Dose mit. Ich meine, auf die Dauer sollte man es vielleicht nicht machen, einfach weil dadurch, dass es halt wirklich, wie schon hier da steht, gekocht ist, sind halt relativ viele Nährstoffe weg. Aber für einen Moment ist es halt wirklich gut und vor allem, wenn man mal in Urlaub fährt oder irgendwo hinfährt, als wirklich sehr, sehr gut und vor allem sind keine irgendwelche chemischen Zustoffe, irgendwas drin, als wirklich rein das Produkt Ente und hier Rind und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Sorten, jetzt muss ich bloß mal gucken, ob das jetzt hier da steht. Nee. Nee, das steht jetzt hier nicht da. Aber hier steht auch mal, wie ich gerade erwähnt habe, gesunde und artgerechte Ernährung auf höchstem Niveau, denn alle Fleischdosen enthalten reines Fleisch. Hunde und Katzen sollten immer ausgewogen und regelmäßig gefüttert werden. Dabei ist immer noch die Rohfütterung am besten. Jedoch ist es dem Halter nicht immer möglich, sein Vierbein und nur rohes Fleisch vorzusetzen, zum Beispiel auf Reisen, Urlaub oder falls mal vergessen wurde, etwas aufzutauen. Und in diesem Fall gibt es Bifalent, Barfußlein, Fleisch in Dosen. Das ist halt das, was ich auch gerade meinte. Also wirklich, es ist wirklich nur dafür gedacht, wenn man halt wirklich mal unterwegs ist, weil, wie auch schon hier steht, Rohfütterung ist halt am besten, ne? So, auf jeden Fall werde ich auch mal, sobald dann ein paar Produkte aufgetaut sind, werde ich für euch dann auch mal so eine Dose öffnen, um einfach mal zu sehen, wie das Ganze aussieht. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Kiste gefallen hat. Also ich muss sagen, bis jetzt wirklich eine der besten Kisten, die es so gibt. Und vor allem das Schöne ist halt wirklich, was mir sehr, sehr gut gefällt, dass halt die Produkte einzeln sind. Also man kann sich halt wirklich so viel rausnehmen, wie man möchte. So, dann packe ich jetzt hier einfach alles mal wieder ein. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es dann heißt, testen, was die Produkte so hermachen.
So, ja, ich habe jetzt einen Teil der gelieferten Produkte aufgetaut. Das Schöne ist halt bei Good Pet Food, dass die halt wirklich alle einzeln entnehmbar sind. Aus dem Grund habe ich halt wirklich von jeder Sorte halt nur einen kleinen Teil aufgetaut, um euch das quasi zu zeigen. Weil ich finde es halt auch immer schade drum, wenn man dann halt alles mit einmal auftaut, um halt was zu zeigen und dann wieder einzufrieren. Im Endeffekt ist es halt so, dass ich bisher immer so hatte, dass ich große Portionen hatte, die alle aufgetaut hat und dann wegsortieren musste. Bei dem Shop ist es aber so, dass ihr das nicht mehr braucht, weil ihr könnt halt wirklich euch dann von mir aus jetzt jeden Früh immer überall eine Handvoll rausnehmen, in eine Schüssel reintun, auftauen, für abends fertig. So, das ist halt schon mal der Vorteil daran, fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Mein Hund hat sich schon gefreut, denn ja, beim Rausnehmen waren mir ein paar Stückchen daneben gefallen, die hat er sich natürlich sofort geschnappt. So, ich möchte euch jetzt mit euch mal ein paar Produkte durchgehen, wie die halt jetzt aussehen, wie ich das finde. Und wir fangen einfach mal an mit dem Putenhals. Der Putenhals, seht ihr schon, ist wirklich ein kompletter Hals, also wirklich top. Das ist ein großer Essteller, also sieht man auch anhand meiner Hand, denke ich mal. Der ist schon wirklich groß, der Putenhals. Und mein Mädchen wird sich da auf jeden Fall drüber freuen. Ist auch ein bisschen Fett dran, finde ich auch nicht schlimm, also so wie er halt ist. Na, und bluten tut er halt auch noch im Moment ein bisschen. Er ist durchgetaut, also von daher kriegt sie den auf jeden Fall. Ich lasse mal hier stehen, kriegt sie den auf jeden Fall dann heute Abend. So, dann haben wir hier Pferdefleisch. Wie ihr schon seht, Pferdefleisch. Es sind unterschiedlich große Stücke jeweils. Also es ist gewürfelt, beziehungsweise in Stücken geschnitten, aber unterschiedlich groß. Das finde ich auch nicht schlimm, weil so hat der Hund auch einen gewissen Anspruch. Ja? Also einen gewissen Anspruch. Ja, er muss halt was tun, ne? Also nicht nur hinterschlucken, sondern es sind auch ein paar größere Stückchen dabei, wie ihr seht, ne? Auf jeden Fall, von der Qualität her sieht das gut aus, das Fleisch. Ist ein bisschen Fett dran, ein bisschen durchwachsen, gar kein Problem. Denn ich muss nicht unbedingt mageres Fleisch haben. Ich meine, mageres Fleisch, ne? Ein Hund braucht auch ein bisschen Fett. So, dann haben wir hier einmal das Rinderherz. Das Rinderherz mit allem drum und dran, also mit Fett dran, seht ihr auch schon hier. Was mich allerdings stört, ist, dass es etwas klein ist. Es sind zwar auch ein paar größere Stückchen dabei, aber ich finde es halt auch ein bisschen klein geschnitten, aber ist an sich kein Problem, gerade für die mit kleineren Hunden. Dann haben wir hier das Pferdeherz. Das Pferdeherz hat ganz schön gesuppt. Sieht allerdings jetzt nur so ein bisschen, ich sage jetzt mal, bräunlicher aus, weil das hat bestimmt jetzt 8-9 Stunden hatte ich das jetzt auftauen lassen. Weil ich noch einen ganzen Tag weg war und es standet halt einen ganzen Tag draußen. Von daher lasst euch ja nicht irritieren. Also wo ich dann, ja kurz nachdem ich quasi dann los bin, war es schon fast aufgetaut und da sah die Flüssigkeit halt wirklich noch super aus, so wie halt hier. Schön rot, ne? Also lasst euch da nicht irritieren. Auf jeden Fall hier auch unterschiedlich große Stücke, was ich an sich nicht schlecht finde. Und vor allem auch schön Flüssigkeit, das kann man halt dann auch mit dazugeben, da freuen sich die Hunde auch. So, dann haben wir hier Hühnermägen. Ich habe etwas zu wenig aufgetaut. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Die Hühnermägen auch sehr schöne kleine Stücke, gerade für kleinere Hunde gut geeignet. Ja, für größere Hunde, wie gesagt, ein Haps, dann wäre das weg, aber an sich kein Problem. Qualitativ sieht das auch gut aus, schön saftig, ne? Also kann man nichts dran aussetzen. So, dann haben wir einmal Rindfleisch durchwachsen. Ich habe jetzt hier extra auch so ein paar Teile rausgenommen, wo wirklich halt auch ein bisschen Fett dran ist. Wie ihr das schon hier seht, halb Fett, halb Fleisch. Auch hier große und kleine Teile. Auch ein paar Teile, wo halt wirklich nichts dran ist. Ja, also wirklich wo nur Muskelfleisch ist. Sehr top. Ich finde es war ein schön, gerade hier durch die Fett-Sehnen-Mix. Da hat der Hund auch wirklich was zum Kauen. So, dann habe ich hier noch die Hühnerhälse. Die Hühnerhälse, auch schöne Stücke, also nicht irgendwie Fetzen. Also oftmals ja so, dass man hier nur Fetzen kriegt von Hühnerhälsen. Nee, die sehen wirklich top aus, also kann man nichts dran aussetzen. Der Good Pet Food Shop hat somit von mir 4,5 Stern bekommen. Der halbe Stern deshalb, weil ich finde, die Auswahl, die können doch ein bisschen mehr sein von dem stückigen und ganzen Fleischteilen. Ich denke aber, das wird in naher Zukunft auch geändert, dass da noch einiges dazukommt. Zumindest wurde es mir so versprochen, wo ich mal nachgefragt habe. Ansonsten kann man wirklich sagen, Top-Ware, Top-Qualität. Das richtig Gute finde ich halt dabei, dass die Ware einzeln verpackt ist. So muss man halt jetzt nicht zum Beispiel Anfang des Monats 20 Kilo auftauen, dann wegportionieren. So kann man halt dann wirklich mal sagen, komm, wir nehmen jetzt mal ein bisschen davon, weil man kann es halt einzeln entnehmen. Und das ist halt wirklich das Gute dabei. Ansonsten
Wie gesagt, für die Leute, die halt Informationen haben möchten zu der ganzen Auswahl und jetzt nicht sich im Shop durchschauen wollen, ich habe unten in der Videobeschreibung eine Tabelle verlinkt. Ihr könnt gerne mal auf die Tabelle schauen. Da findet ihr quasi das ganze Angebot, was derzeit im Shop ist, vom Good Pet Food zur Auswahl an stückigen und ganzen Fleischteilen. Und dann halt auch noch Informationen zu Versandkosten, Versandzeit und so weiter und so fort. Schaut auf jeden Fall mal rein. Alle anderen Informationen und Links findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.